Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten Sonntagsplatin hier mit Nick and Kid Racing. Nick and Kid kennen wir, hatten wir letzte Woche schon das erste Mal. Nick and Kids Adventure, heute hier Racing. Racing bedeutet eigentlich, ja, es ist ein Zwei-Player, also ein Zwei-Spieler-Game. Wir brauchen aber keinen zweiten Controller, wir können den zweiten Player einfach ignorieren. Wir haben zwar nur die Hälfte des Bildschirms, macht aber nichts. Ja. Das Prinzip ist so ziemlich dasselbe wie letzte Woche, außer dass wir hier keine Coins einsammeln müssen. Allerdings müssen wir uns trotzdem beeilen, denn wir haben wieder einen Timer. Der Timer darf nicht bis auf 100 kommen. Zumindest. Ich glaube, es ist nur in den letzten zwei Level. Fünf Level müssen wir insgesamt absolvieren für die Platin. Ich würde sagen, wir hauen das Ding einfach mal an. Ja, und starten hier mal. Wie gesagt, System ist eigentlich dasselbe. Wir müssen hier bis ganz nach oben kommen. Ja, wir springen da immer mit X. Ja, ihr könnt entweder mit Steuerkreuz oder mit dem Analogstick das Ganze hier lenken, steuern. Und dann hier eigentlich, ja, wie gesagt, nur nach oben kommen. Na. Ah, da ist er. War ein bisschen verdeckt. Ja, ihr seht da rechts jetzt die Dame. Bleibt einfach liegen, stehen. Nicht liegen, sie bleibt stehen. Wie gesagt, könnt ihr eigentlich ignorieren. Der Timer oben in der Mitte. Ja. Wie gesagt, auf den müsst ihr ein bisschen achten. Also Zeit ist eigentlich genug, sage ich mal. Hier ist schon die Bibel da. Sind wir schon am Ziel. Also ihr könnt euch ruhig, also ihr braucht jetzt nicht hier im Speedrun durch. Ja. Ihr könnt euch ruhig einen Ticken Zeit lassen, ja, und aufpassen, dass er da halt einfach nicht abstürzt. Denn wenn ihr abstürzt, wäre das natürlich ungünstig, wenn ihr den Weg nochmal laufen müsst. Halt wegen der Zeit. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig. Ansonsten, wie gehabt, wenn ihr ja, die Zeit überschreiben solltet, startet ihr das Spiel im Prinzip von vorne. Ihr findet euch im Hauptmenü wieder. Aber eigentlich, wie gesagt, ist kein Problem. Ihr habt eigentlich mehr als genug Zeit. Einfach ein bisschen konzentrieren, damit er nicht abstürzt und dann habt, solltet ihr hier eigentlich keine Probleme haben. So, das war schon Level 2. Hier das recht easy. Das hier ist auch recht schnell vorbei. So, zack. Easy. So, aus irgendwelchen Gründen geht er jetzt automatisch hier ins Hauptmenü zurück. Nicht wundern. War bei mir auch, wenn er jetzt mit dem Steuerkreuz nach rechts. Könnt ihr hier eine Level-Auswahl auswählen? Ja, wir haben Level 3 absolviert. Wir gehen dann dementsprechend hier in Level 4. Warum man das macht, keine Ahnung. Ja. So. Weiter geht's. So, und gerade noch eine kleine Info. Heute kommt noch das neue Spiel von Zakim. Thump Jump. Das Video dazu wird es wohl erst bei mir am Dienstag geben.
Ja, wir brauchen mal eine Auszeit. Wir fahren mal für 2 Tage weg. Haben uns ein Hotel geholt für heute. Ja. Und ja, Montag auf Dienstag schlafen wir außerhalb in so einem Cube. Ja. Die Kids sind bei den Eltern. Die campen am Bostalsee. Vielleicht kennt der ein oder andere den Bostalsee. Ja, wirklich sehr schön da. Ja, da sind aktuell unsere Kids. Und meine Frau und ich, wir packen heute die. Na, was mache ich denn da? Die Koffer und fahren auch mal 2 Tage weg. Ja, mal kurz abschalten von dem ganzen Stress momentan. Ich habe jetzt auch Urlaub auf meiner Arbeit. Ja, aber meinen Urlaub muss ich natürlich dazu verwenden, in unserem neuen Haus zu renovieren. Wie gesagt, wir haben einen Arsch voll Arbeit. Und ja, bevor wir da den Baukoller kriegen, haben wir jetzt gesagt, okay, wir fahren jetzt mal 2 Tage weg. Ich habe noch da so einen Gutschein von Jochen und Schweizer, für in so einem Cube zu schlafen. Ja, das ist so, das Ding steht außerhalb. Also schlafen, ja, unter freiem Himmel quasi. Haben wir uns jetzt mal einen Ort ausgesucht. Einfach mal ein bisschen abschalten, totale Ruhe. Und ja, dementsprechend wird halt das Video Tump Jump erst am Dienstag kommen, wenn ich zurückkomme, gemeinsam mit den Auslosungen der Gewinnspiele. Und ja, falls noch irgendwie eine weitere schnelle Platin kommen sollte heute, kann passieren, da dieses Snow Journey. Kennt er ja, da kommt jetzt Mountain, habt ihr nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. ja, das soll wohl auch kommen. Ich gehe davon aus, dass es das wahrscheinlich schon heute kommt. Ich weiß es nicht. Dazu wird das Video dann auch dementsprechend am Dienstag kommen. So. Gut, wir haben die Platin, Leute. Wir sind fertig. Das waren die 5 Level hier von Nick & Kid Racing. Also ihr habt gesehen, das Ganze ist recht easy, ja. Selbsterklärend, simpel. Ja, einfach ein bisschen da rumhüpfen, ja, immer ganz nach oben. Ihr habt jetzt gesehen beim letzten Level, wenn er da ganz oben ankommt, ja, einfach nach links runterspringen, dann kommt er direkt auf die Bibel. Ja, Leute, dann war es das schon wieder von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus.